Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Look Fantastic Beauty Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, die wir aus England bestellen können und ja, da wird die dann auch entsprechend hergeliefert. Es hat sich jetzt ja in letzter Zeit so geändert, dass wir jetzt ja die deutsche Version bekommen von der Look Fantastic Box, worüber sich beim letzten Mal doch einige beschwert haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die da jetzt irgendwas geändert haben. Vom Design haben die auf jeden Fall was geändert, denn irgendwie sieht das alles hier ein bisschen anders aus. Das Logo ist deutlich kleiner, als es normalerweise ist. Dann hast du hier noch so eine Banderole, was normalerweise nicht mit drauf war. Und ja. Ansonsten sieht es doch sehr ähnlich aus, wie es sonst immer war. Ich habe die im Jahresabo und zahle 15,50 Euro pro Box. Und wenn du meinen Code verwendest, bekommst du, wenn du noch kein Abo abgeschlossen hast, die ein bisschen günstiger. Kannst ja mal entweder den Code verwenden, den ich dir gerade eingeblendet habe oder den ich unten in der Infobox verlinkt habe. Ja, kannst du mal schauen. Du würdest mir auf jeden Fall damit ein bisschen helfen, weil dadurch sammle ich ein paar Punkte und kann dann zum Beispiel, wenn Special Boxen rauskommen, vielleicht sogar zwei bestellen, dann werde ich auch immer eine verlosen und so, aber ihr kennt das ja von mir. So, hier haben wir das, den ersten Blick, wenn ich jetzt den Karton entfernt habe. Hier haben wir den Deckel und hier steht im Deckel drin, Revive, Refresh, Recycle. Okay, das finde ich interessant, also lebe wieder oder belebe wieder. Wiederbeleben ist Revive, glaube ich, ne? Erfrische und Recycle, also wiederverwende, verwerte wieder, so in der Art. Okay, hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir hier immer die englische Mini-Ausgabe von der Zeitschrift Elle, wo uns dieses Mal, deswegen ist die Box übrigens auch immer etwas schwerer, die liebe Beyoncé Knowles entgegenlächelt, finde ich cool, beziehungsweise lächelt. Schmachtet viel eher. Ja, finde ich ganz interessant, kommt bei uns immer in den Zeitungsständer und halt auch die L an sich, also diese Zeitschrift hat ja auch einen entsprechenden Wert, das darf man auch nicht vergessen, 4,50 Pfund ist normalerweise der Wert von so einer Zeitschrift. Ne? Manchmal hat man ja in Zeitschriften auch Proben, in denen hier glaube ich eher weniger, aber naja, so. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier hinten ist irgendwie eine Sneak Peek für Februar. Ach, guck mal. Da gibt es von Espa Detoxifying Body Oil 15 ml. Ui, Espa ist gar nicht mal so günstig, ne? Das ist ja ganz interessant. New Design. Guck, hier steht es auch drauf. Achtung, neues Design von der Box. Jo, das haben wir, bemerkt. Okay, aber hier haben wir jetzt wieder auf Englisch das drinstehen. Vielleicht haben die so reagiert, dass die gesagt haben, nee, wir machen doch keine deutsche Version, weil sich alle beschwert haben. Dann gucken wir uns mal die Box hier von innen an und was könnte uns denn wiederbeleben? Also ich habe ein bisschen Angst aufgrund des Designs, dass hier sich frische, zitrische Düfte drin oder ja, zitrische Düfte drin verstecken. Fände ich nicht so geil, weil ich bin jetzt echt nicht so der zitrische Duftmensch und irgendein Duft kommt mir auch gerade ein bisschen muffig entgegen. Was von so einem... So ein Naturladen oder sowas. Keine Ahnung. Wir haben hier auf jeden Fall ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist. Den Klebi machen wir mal auf. Yay, rückstandslos entfernt. Dann klappen wir mal das ganze Papier hier zur Seite. Also Sonnengelb. Meine Mama wird eine Party feiern, weil Gelb ist ihre Lieblingsfarbe. Tada, der erste Blick in die Box. So, und jetzt gucken wir uns das mal von innen an. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte drin. Das nur mal so vorab schon mal. Und als erstes greife ich raus Glove Moon Pads. Reusable Make-up Remover Pads 3-Pack. Ach, das finde ich cool. Ich habe ja von Norville meine Abschminkpads, die ich sehr, sehr gerne verwende. Aber man kann da nie genug von haben. Ich brauche zwar nur ein Pad, um halt mein normales Augen-Make-up runterzunehmen. Aber manchmal bin ich auch ein bisschen waschfaul oder ich habe meine gewaschene Wäsche im Wäschekorb stehen und habe keinen Bock, sie einzufalten und so. Und dann braucht man vielleicht doch das ein oder andere Pad mehr. Ja, okay. Und hier, oh, super weich. Ei, das finde ich ja schön, ne? So fluffige, flauschige, rosa Pads. Oh, die finde ich gerade richtig toll. Und das sind drei Stück, ne? Also die, ich nehme mal jetzt nur eins, ne? Die sind... Von der Qualität her, von den Nähten her, sehen die jetzt nicht so aus wie jetzt meine Norville Pads. Meine Norville Pads sind halt ein bisschen robuster. Die sind auch eher aus Mikrofaser. Bei denen hier weiß ich jetzt nicht, aus welchem Material das ist. Es ist flauschig. Nennen wir es einfach flauschig. Man kann die auch verwenden, einfach nur mit Wasser. Die haben jetzt auch sogar sehr, sehr lange
Fasern hier oben drauf. Das finde ich auch super interessant. Ja, ne? Wirklich flauschig. Die kommen jetzt erstmal in der Wäsche und dann, obwohl die andere Seite ist, die weniger flauschig. Ja, du hast eine Seite, die ist etwas glatter. Oder? Wirkt das nur so. Und die ist etwas flauschiger. Ja, finde ich aber cool. Also das ist nachhaltig gedacht auf jeden Fall. Also Recycle. Weiß ich nicht, woher das recycelt wurde, aber nachhaltig gedacht. Und ja, deswegen, das finde ich schon mal ganz gut. Ja, ne? Mag ich. Ich mag solche Pads einfach generell sehr gerne, weil ich sie auch, ne? Ich habe ja so keine Wattepads, außer für meinen Nagellack so. Genau. So, aber das ist denn hier das nächste Produkt? Von Lord & Barry ist es ein Stift Made to Measure Lip Color. Okay, das scheint ein, so eine Farbe, ein, ja, Lip Liner zu sein, in einem braunen Ton. Das ist halt so ein Stift, den man so anspitzen kann, ne? Ist ein ganz normaler Braunton. Aber in Braun habe ich jetzt doch einige Stifte schon da. Das heißt, ich denke, dass der dann wahrscheinlich weiter wandern wird. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ah, nee. Ich habe genug Braune da. Den brauche ich nicht noch haben. Das heißt, der wird auch weiter wandern. Auch ist gut. Der wird weiter wandern. Genau. Dann haben wir hier ein Produkt. Das hatte ich auch schon mal so ähnlich in der Hand, glaube ich. Mio. Fit Skin for Life. Ich glaube, das hatte ich mal in der Barbara-Box drin oder so. Skin Tight Body Serum. Tone Smooth Tighten. Intensify Body Serum. Jo. Das soll dein Körper tighten. Also straffen. Jo. Ne? The Hut Group, also das scheint dann wirklich auch aus einer, von einer Eigenmarke zu sein, von Look Fantastic und Glossy Box, weil Look Fantastic und Glossy Box sind ja quasi von The Hut Group und das scheint deren Eigenprodukt zu sein. Das finde ich witzig. Hatte ich noch, also noch nie so, deswegen hatte ich das garantiert nicht in der Barbara Box, dann war das in der Glossy Box wohl mit drin. Aber cool. Riechst du so? Weiß ich nicht. Fragrance Free E-Cooking Moisturizer Serum Moisture Boost. Moisture Boost, also ein Feuchtigkeitsboost. 10 ml sind hier drin. Replenish lost moisture and hydrate your skin with a weightless, non-greasy moisturizing serum from eCooking. Full of hyaluronic acid to reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Vegan and free from parabens and fragrances. Also das ist parfümfrei und parabenfrei. Und das ist ein Gesichtsöl. Ja, das soll dein Gesicht halt entsprechend beleben. Ja, finde ich cool. Das kann ich gut gebrauchen. So, und hier habe ich jetzt, glaube ich, etwas, woher dieser... Ja, das ist der Duftherd des Ganzen. Ein Spot Stick Soothing and Effective Tea Tree Oil Australian Body Care. Soothing and Effective. Aha. Also mit Teebaumöl, okay. Ja, es riecht nach Teebaumöl. Aber was roch denn hier so muffig? Das weiß ich jetzt auch nicht, ne? So schaut es aus. So ein Serum. Boah. Eieiei, das ist so ein Roller hier vorne dran. Das kannst du für Insektenstiche und Kratzer verwenden. Und Skin-Irritationen. Aha. Und das kannst du über Make-up verwenden. Okay, okay, okay. Also ich habe mich heute Morgen tatsächlich an einem Ochtner geschnitten. Ich habe was abgelegt und, keine Ahnung, bin dann gleichzeitig irgendwie ans Telefon gegangen und dann bin ich mit meinem Arm ganz blöd über diesen Hochklapper von dem Ordner geratscht. Ne? Wenn du den so aufklappst und dann klappst du das hoch, um was einzuheften. Und dann stand dieser Hochklapper so blöd hoch und der war relativ scharfkantig. Und dann bin ich da so mit dem Arm drüber, frag mich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und dann habe ich den Telefonanruf entgegengenommen und habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, warum klebt mein Arm denn überall dran fest? Und dann guckte ich nachher so auf meinen Schreibtisch so, ups, ich glaube, das, was da vorher lag, muss ich jetzt nochmal machen, weil es war einfach alles voller Blut, ne? Ja, also gut, also das ist dann, glaube ich, eher, wenn das verheilt ist, dass man das drüber macht, so als Narbensalbe vielleicht und halt gegen irgendwelche juckenden Viecher, gegen Mückenstiche, gegen so kleine Ratscher. Irgendwo habe ich mich jetzt auch schon wieder geratscht. Wo war das denn? Ich ratsche mich ja ständig irgendwo, ne? Keine Ahnung, habe ich jetzt auch schon wieder verloren? Hä, wo ist es hin? Jetzt wollte ich euch gerade meine Kriegsverletzungen zeigen. Habe ich mich schon wieder geratscht, ne? Da konnte ich das jetzt quasi drüber machen. Und dann wird das gut tun. Mal gucken. Also ich mache es drüber. Boah, das riecht aber auch nach Teebaumöl.
Es ist ein krasser Duft, ne? Und das brennt schon ein bisschen. Aber gut, wenn das jetzt hilft. Mentor. Und die letzten zwei Produkte, die hier enthalten sind, sind von Sebastian Dark Oil. Shampoo und Conditioner. Cool. Ich glaube, das hatte ich auch in irgendeinem Haar-Adventskalender mit drin. Wenn mich nicht alles täuscht, es kommt mir nämlich gerade beides sehr bekannt vor. Jeweils 50 Milliliter sind hier enthalten mit Jojoba und Arganöl. Das ist ja auch super für die Haare, da riechen wir doch mal dran. Hat schon was Männliches. Ja, also ich glaube, das ist halt eher so dieser muffige Unterton, der mir so eben in die Nase stieg. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, absolute Chillness, ne? Das muss ich mal unter der Dusche auf nassem Haar quasi riechen. Vor allem diese Verpackung ist jetzt nicht gerade so eine Mädchenverpackung, ne? Das ist schon sehr... Ja, könnte ich auch meinem Freund geben, wahrscheinlich von der Optik her. Ja, ihr Lieben, das war tatsächlich der Inhalt der Look Fantastic Box. Fand ich jetzt sehr interessant, weil das waren irgendwie viele Marken dabei, die ich jetzt so nicht kannte. Und auch so Produkte, die man jetzt so nicht direkt gekauft hätte. Und das finde ich eben auch immer sehr interessant an diesen Beauty-Boxen, dass du halt auch einfach mal was Neues erleben kannst. Und das finde ich ganz cool. Diesen nachhaltigen Gedanken finde ich sehr gut. Was das Ganze jetzt mit... Wiederbeleben zu tun haben soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht vom Duft her, weil das hat ja schon so diesen extremen Duft. Weiß ich nicht. Da muss ich sagen, finde ich das Motto, ich finde das Motto sowieso schwierig gewählt und das ist jetzt so, naja. Ich finde trotzdem cool, den Inhalt, ne? Und will mich da auch nicht beschweren und ich denke vom Wert her, ist es jetzt kein Kabam-Wert, aber es ist okay. Also ich denke schon, dass wir da so bei, keine Ahnung, 60 Euro liegen. Grob. Ja, und das war tatsächlich die Look Fantastic Beauty Box von Januar. Also die erste Look Fantastic Box. Ich bin gespannt, was die nächsten 11 Monate sonst noch so bringen werden. Aber naja, der Start in das Jahr war schon mal ganz gut, hat mir ganz gut gefallen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!